Heute eine Kaffeemaschine, die mit Hilfe von Verdrängung Kaffee herstellen kann. Dazu verwenden wir eine Dose, an der Löcher angebracht wurden, und einen Glaskörper, der relativ gut in die Dose hineinpasst, um die Flüssigkeit später zu verdrängen. Wir stellen also die Dose in die Tasse und nehmen dann frisch gemahlenes Kaffeepulver, das wir in die Dose einfüllen und geben dann im Anschluss kochendes Wasser hinzu. Damit sich der volle Geschmack entfalten kann, rühren wir von Zeit zu Zeit um und lassen dann die ganze Mixtur 3-4 Minuten stehen. Optional kann zwischendrin noch einmal kurz umgerührt werden. Wichtig ist jedoch, dass das Ganze 2 Minuten in Ruhe ziehen kann. Dadurch setzt sich der Kaffee unten am Boden der Dose ab. Nachdem der Kaffee fertig ist, nehmen wir das Glas und pressen es vorsichtig in die Dose. Dadurch steigt der Kaffee nach oben, er wird verdrängt und das Kaffeepulver bleibt unten in der Dose zurück. Das Ganze sollte nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam durchgeführt werden. Wird das Glas zu schnell nach unten gedrückt, wirbelt Kaffeepulver nach oben und gelangt in die Tasse. Wird zu langsam hineingedrückt, kühlt das Ganze auf dem Weg nach oben aus. Es bedarf also etwas Übung. So lässt sich ein wunderbar aromatisches Kaffeegetränk herstellen, dessen Geschmack an dem einer French Press erinnert.